Genau, das ist mein Ziel für mein heutiges Webinar, dass ihr versteht, wie man eine Crowdfunding-Kampagne gut kommunizieren kann, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich habe euch schon ein Beispiel mitgebracht aus der Corona-Krise, das Projekt Kochen für Helden, an dem ich in dem Webinar ein bisschen durchdeklinieren werde, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert hat, damit ihr daraus lernen könnt für euer eigenes Projekt. Ich glaube, das ist schon ein guter erster Best Case, aus dem man viel lernen kann. Ich werde wie folgt vorgehen, dass ich die Phasen einer Crowdfunding-Kampagne durchgehe, die ihr vielleicht in anderen Webinaren schon gehört habt. Das heißt, es beginnt alles mit der Vorbereitung der Kampagne. Das ist auch die halbe Miete, um eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne zu machen. Dann geht es in die Umsetzung der Kampagne, in die Finanzierungsphase. Wenn das Projekt erfolgreich ist, dann wird das Geld ausgezahlt und dann kann die Idee realisiert werden und umgesetzt werden. Und dann hat man natürlich eine Crowd aufgebaut und dann geht es darum, was mache ich mit dieser Crowd eigentlich, wie mache ich gutes Community Management. Ich werde mich vor allen Dingen auf diese beiden Phasen konzentrieren, weil das jetzt für viele von euch, glaube ich, erstmal so die relevanten Phasen sind. Ich werde trotzdem ein bisschen was dazu sagen, aber hauptsächlich wird es um Punkt 1 und 2 gehen. Ich beginne mit der Vorbereitung der Kampagne. Was ist hier wichtig? Und zwar jede Vorbereitung der Kampagne beginnt erstmal damit, dass ich mir überlege, wer meine Zielgruppe ist. Es hört sich vielleicht trivial an, aber ich habe viele Projektinitiatoren gesehen, die diese Frage einfach vergessen und sie sich nicht stellen. Das heißt, es ist super wichtig, vorher mal zu überlegen, wer findet euer Projekt eigentlich spannend und warum? Wer profitiert von der Lösung, die ihr beim Hackathon entwickelt habt? Und daraus erschließt sich dann auch, welche Kommunikationskanäle meine Zielgruppe eigentlich nutzt. Also sind das zum Beispiel ältere Menschen, die nutzen ganz andere Kommunikationskanäle, als es vielleicht Kinder und Jugendliche oder Eltern machen. Das heißt, versucht euch diese Frage klar zu beantworten. Ich habe oft Kampagnen gesehen, die sagen, Zielgruppe sind alle. Wenn ich sowas mache, dann wird eine Kommunikation in der Regel sehr schwer, weil die Kommunikation sich einfach so nirgendwo verliert. Das heißt, je klarer eure Zielgruppe ist, desto erfolgreicher ist auch euer Projekt. Wenn ich die Zielgruppe weiß, dann komme ich zum nächsten Schritt, dass ich mir nämlich überlegen, was ist meine zentrale Kommunikationsbotschaft. Dazu gibt es nochmal ein separates Seminar vom Webinar vom Farid, der sich nur damit beschäftigt, wie man eine Idee auf den Punkt bringt. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr stärker an den Kommunikationsbotschaften arbeiten wollt. Ich werde trotzdem kurz hier drauf eingehen, weil das natürlich zum Kommunikationswebinar dazugehört. Das heißt, stellt euch diese Frage, welches Problem löst ihr eigentlich für eure Zielgruppe und was ist eure eine zentrale Kommunikationsbotschaft? Also was sollte jemand im Kopf behalten, wenn er von dem Projekt hört und es vielleicht weitererzählen möchte? Weil erfahrungsgemäß ist Crowdfunding dann am erfolgreichsten, wenn es möglich ist, dass ihr mir zum Beispiel euer Projekt erzählt, ich es sofort verstehen kann, mir merken kann, um es dann heute Abend wieder meinen Freunden weiterzuerzählen. Und das gelingt nur, wenn es wirklich eine zentrale Kommunikationsbotschaft gibt. Viele machen den Fehler, dass sie sehr, sehr viel kommunizieren, sehr tief drinstecken auch in ihrem Thema und dann so viel kommunizieren wollen, dass sich jemand anders das nicht merken kann und dann einfach abschaltet. Das heißt, wenn es mir gelingt, das in 1 bis 3 Sätzen auf den Punkt zu bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich sein kann. Dann würde ich aber immer noch darüber nachdenken, welche Themen sind für meine Zielgruppe gerade relevant und gehören vielleicht zu meinem Projekt dazu. Wenn ich darüber nachdenke, ihr habt zum Beispiel ein Projekt entwickelt für das Thema Homeschooling von Kindern und Jugendlichen, dann würde ich immer überlegen, welche Themen spielen gerade für diese Zielgruppe auch sonst eine Rolle, um vielleicht auch andere Kommunikationsthemen zu haben, über die ich in der Finanzierungsphase kommunizieren kann. So, und ich würde direkt zu dem Best Case Kochen für Helden springen, weil ich finde, dass die das mit der Kommunikationsbotschaft ziemlich gut gemacht haben. Und zwar kurz der Hintergrund zu dem Projekt Kochen für Helden ist ein Projekt von einem Berliner Sternekoch, Max Strohe. Der hat ein Restaurant, Toulouse-Lautrec in Kreuzberg. Und der hat gesagt, als sein Restaurant schließen musste, ich möchte auch was machen und hat das Projekt Kochen für Helden ins Leben gerufen. Das heißt, er kocht für Menschen in Systemberufen. Das heißt,
Ärzte, Pfleger, Mitarbeiter in Apotheken und so weiter. Und habe das Projekt in Berlin gestartet. Inzwischen gibt es das in vielen Städten und es ist ein großer Erfolg geworden. Und er hat dafür eine Startnext-Kampagne gestartet, hat, glaube ich, 20 oder 25.000 Euro eingesammelt. Und das Projekt wurde letzte Woche erfolgreich abgeschlossen. Und das ist vielleicht schon ein guter Case für euch, aus dem ihr lernen könnt für euer eigenes Projekt. Hier sieht man gut, wie sie die Kommunikationsbotschaft in einen Satz gepackt haben. Nämlich, wir kochen Essen für die, die den Laden in Zeiten der Krise zusammenhalten. Das heißt, in dem Satz kommt vor, was sie machen, für wen sie es machen, welches Problem sie eigentlich lösen. Super einfacher Satz, kann sich jeder sofort merken und auch weitererzählen, ist ein gutes Vorbild. Hier unten haben sie es nochmal ein bisschen klarer formuliert in der Kurzbeschreibung. Das heißt, sie gehen darauf ein, für wen es wirklich ist. Hier sieht man sehr gut, welche Zielgruppe das Projekt hat. Das heißt, das haben sie für sich sehr klar formuliert. Zur Kommunikationsbotschaft gehörte auch immer der Name des Projektes und in der Regel auch so eine Art zentrales Bild oder zentrale Grafik. Und hier bleibe ich auch bei dem Projekt Kochen für Helden, weil der Name aus meiner Sicht sehr, sehr gut gewählt ist. Er lässt sich gut aussprechen, er ist sehr gut zu merken, man kann sich irgendwas drunter vorstellen und das ist wirklich ein sehr gut gewählter Name, von dem man sich viel abschauen kann. Dann haben die meisten Kampagnen haben eben ein zentrales Bild oder eine zentrale Grafik. Im Marketing sagt man dazu auch oft Key Visual, was immer wieder auftaucht und für das Projekt steht. Ist klar, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deswegen spielt dieses Bild aus meiner Erfahrung wirklich eine sehr große Rolle. Es sollte wiedererkennbar sein und aussagekräftig. Hier in dem Fall finde ich die Grafik gut gewählt. Es ist ein Kochtopf mit diesem Superman-Umhang, mit dem sie versuchen zu helfen. Also sehr charmant, auch ein Stück weit humorvoll, finde ich gut gewählt. Ich habe euch mal, damit ihr auch weitere Bilder oder auch das Video anschauen könnt, habe ich euch den Link mal hier reingepackt. Dann könnt ihr euch die Kampagne im Nachgang nochmal in Ruhe angucken. So, das bringt mich auch zu der ersten Übung, die ich gerne mit euch machen würde. Und zwar würde ich euch die Frage gerne stellen, welches Problem löst ihr mit eurer Lösung für wen? Und ich würde euch bitten, euch mal die Zeit zu nehmen, das in einem Satz zu formulieren. Wir haben dafür 3 Minuten eingeplant und werden kurz die Zeit nehmen. Und ich würde euch folgendes Angebot machen, wenn ihr Lust habt, diesen Satz in den Chat zu teilen, dann habe ich die Möglichkeit, euch schon mal Feedback dazu zu geben, wie ich das aus meiner Erfahrung finde, was ich vielleicht noch verbessern würde, was ich verändern würde. Das heißt, teilt das gerne. Wie gesagt, das ist optional, aber das letzte Webinar hat das super funktioniert, dass wir hier schon ein bisschen darüber gesprochen haben, welche Kommunikationsbotschaft gut funktionieren könnte. Und zwar, wenn ich jetzt die Zielgruppe beantwortet habe und auch die Kommunikationsbotschaft, dann geht es darum zu überlegen, welche Kommunikationskanäle sind denn am besten, um meine Zielgruppe zu erreichen. Ich habe hier mal die 6 Kommunikationskanäle aufgelistet, die aus unserer Erfahrung bei Startnext am besten funktionieren. Dazu gehört natürlich Social Media. Auch hier gibt es wahnsinnig viele Plattformen. Hier wäre es wichtig zu überlegen, auf welchem Kanal erreiche ich meine Zielgruppe am besten. Ich gebe euch ein Beispiel von Kochen für Helden. Die haben sich hauptsächlich auf Instagram konzentriert, weil die durch das Thema Kochen und Essen halt sehr visuell kommuniziert haben. Und da war Instagram der Kanal. Für andere kann Facebook relevant sein, für andere kann Twitter relevant sein. Also überlegt, wo ihr eure Zielgruppe am besten erreicht. Das, was beim Crowdfunding immer sehr gut funktioniert, ist, das sind persönliche Nachrichten. Das heißt, im Unterschied zu Gruppennachrichten wissen wir auch aus Statistiksicht, dass diese viel besser konvertieren, sagen wir dazu, in Fundingsummen. Weil natürlich, ihr kennt es von euch selber, wenn ihr persönlich angeschrieben werdet, dann werdet ihr das Projekt viel eher unterstützen, als wenn ihr ein Newsletter oder eine Gruppennachricht bekommt. Das heißt, euer eigenes Netzwerk ist auch für den Erfolg einer Crowdfunding-Kampagne sehr relevant, weil ihr die natürlich adressieren könnt. Wenn ihr eine Webseite oder einen Blog habt, die ihr zum Beispiel für eure Lösung baut, dann macht es Sinn, die Kampagne wirklich direkt auf die Startseite zu nehmen, damit Leute, die zu euch auf die Webseite kommen, auch direkt wissen, ah, hier kann ich das Projekt unterstützen und sie dann rübergehen können zur Startnext-Kampagnenseite.
Wenn ihr Newsletter aufbaut, ist natürlich auch Newsletter ein sehr relevanter Kommunikationskanal. Vielleicht habt ihr schon Newsletter, beziehungsweise habt die Möglichkeit, dass ihr andere Menschen fragen könnt, ob sie euer Projekt in dem Newsletter vorstellen, ist immer noch neben Social Media so eine der relevantesten Kommunikationskanäle. Dann gibt es Online-Foren und Gruppen. Ich glaube, dass das jetzt für viele Projekte der Corona-Krise sehr gut funktionieren kann, weil es viele Gruppen gibt, die sich zu Themen austauschen und da gibt es die Möglichkeit, sicherlich das Projekt vorzustellen. Das heißt, ich empfehle bei der Vorbereitung der Kampagne oftmals, dass man diese Gruppen recherchiert und vorher überlegt, okay, wo passt mein Projekt denn gut rein? Dann gibt es das Thema Pressearbeit. Das empfehle ich bei den meisten Crowdfunding-Kampagnen gar nicht so sehr, weil Pressearbeit relativ viel Erfahrung braucht. Bei den Projekten der Corona-Krise würde ich Presse jetzt auf jeden Fall empfehlen, weil ich das Gefühl habe, beziehungsweise auch viele Journalisten bei uns gerade anrufen und die fragen alle nach guten Projekten, nach guten Lösungen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Presse das gerade jetzt aufgreift, weil das sind natürlich positive Nachrichten von Menschen, die was lösen wollen. Das heißt, das kann jetzt sehr gut funktionieren. Bei Kochen für Helden hat man gesehen, wie gut das funktioniert. Bis hin zur New York Times haben sie Artikel gehabt. Ich glaube, jetzt schon irgendwie 20, 30 Artikel insgesamt innerhalb von 2, 3 Wochen. Also sehr beachtlich, was da gerade passiert. So, wenn ihr eine Website habt, kann ich euch was empfehlen, was Kochen für Helden hier sehr gut gemacht hat. Und zwar haben die eine Mini-Webseite aufgesetzt und haben hier einen Punkt Downloads. Und unter dem Punkt haben sie alles vereint, was wichtig sein könnte für die Presse oder für Multiplikatoren. Das heißt, man kann das Logo runterladen, man kann den Pressetext runterladen, die Mission. Und das nimmt ihnen natürlich sehr viel Arbeit ab, weil alle Journalisten, die auf die Seite gehen, sofort wissen, wo sie was finden und die vielleicht gar nicht fragen müssen, sondern selber darüber berichten können. Ganz einfaches Instrument, um sich so ein bisschen Arbeit zu ersparen und eine große Berichterstattung zu bekommen, wenn es gut gemacht ist. So, wenn ihr all das gemacht habt, diese Schritte, Zielgruppe, Kommunikationsbotschaft und Kanäle, dann würde ich euch empfehlen, einen kurzen Kommunikationsplan zur Vorbereitung aufzusetzen. Das kann man zum Beispiel machen in einem Excel-Dokument oder in einem Google-Sheet, wo man auch kollaborativ dran arbeiten kann. Da könnt ihr nochmal den Zeitplan festhalten, die Kommunikationskanäle, welche Themen ihr wann kommuniziert, an wen, wer das im Team macht und was ihr vielleicht dafür vorbereiten müsst, zum Beispiel Bildmaterial erstellen, Videos vorbereiten. So ein Kommunikationsplan macht Sinn, damit man ein bisschen vorbereitet in die Kampagne geht, in die Finanzierungsphase und dann nicht merkt, ah, das hätte ich eigentlich noch vorbereiten müssen. Ich würde den grob machen, den Kommunikationsplan, also nicht komplett durchstrukturieren, weil während der Finanzierungsphase werden immer Sachen passieren, die euch vielleicht überraschen. Das heißt, es sollte immer noch Platz sein für spontane Sachen, die man einplanen kann. Aber es hilft euch auf jeden Fall, um so einen groben Überblick zu behalten und auch vor allen Dingen die Aufgaben gut zu verteilen. So, ich fasse nochmal zusammen zur Vorbereitung der Kampagne, was wichtig ist aus meiner Erfahrung. Bereitet euch gut vor, auch wenn jetzt gerade Druck da ist, dass ihr möglichst schnell starten wollt, nutzt trotzdem die Zeit, die ihr habt für die Vorbereitung. Baut euer Netzwerk auf, holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, ich habe da keine Expertise. Es gibt gerade in dem Slack-Kanal sehr viele Menschen, die dort Hilfe anbieten und Expertise, nutzt das auch wirklich. Am meisten lernt man, wenn man ein anderes Projekt unterstützt und davon lernt, was einen angesprochen hat, was gut funktioniert hat, wie sie kommunizieren. Bestimmt die Zielgruppe, wählt einen guten Namen und ein gutes Bild aus für ihre Kampagne, für eure Kampagne. Erstellt einen kurzen Kommunikationsplan, baut so früh wie möglich einen E-Mail-Verteiler auf mit euren Kontakten, bereitet die Social-Media-Kanäle gut vor und entscheidet euch vielleicht für einen Kanal. Und aktualisiert eure Website und den Blog, zum Beispiel mit so einem Download-Bereich. Soweit erstmal zur Vorbereitung der Kampagne. Gibt es dazu erstmal Verständnisfragen, bevor ich weitermache mit, was passiert eigentlich während der Finanzierungsphase? Hier werde ich euch möglichst praxisnah zeigen, welche Kommunikationsstrategien man wählen kann oder welche Kommunikationsanlässe und werde es auch vorwiegend mit dem Projekt Kochen für Helden für euch erklären. So, wenn die Kampagne gestartet ist, dann habt ihr alle so eine Kampagnenseite auf Setnext. Ich habe hier mal einen Screenshot reingemacht von Kochen für Helden. Und dann ist es wichtig, zum Start der Kampagne auch die Kampagnenseite zur Zielgruppe zu bringen. Das heißt, auch ein Call to Action rauszusenden. Das heißt, nicht nur zu sagen, hier gibt es ein Projekt,
sondern es braucht die Unterstützung. Man kann jetzt mitmachen, damit das Projekt auch wirklich entstehen kann. Viele Starter kommunizieren am Anfang diesen Call to Action und dann irgendwie gar nicht mehr. Es macht Sinn, das ab und zu mal zu wiederholen. Weil jeder kennt es von sich, dass man halt irgendwie was bekommt, eine Info, und dann legt man es zur Seite. Und es hilft, wenn man nochmal daran erinnert wird, so, hey, es kann nur mit eurer Unterstützung auch wirklich entstehen. Das heißt, den Call to Action kann man ab und zu wiederholen. Dann kann man während der Finanzierungsphase nicht nur sein eigenes Projekt natürlich vorstellen, mit dem man anfängt, sondern dann geht es darum, während der Finanzierungsphase auch Neuigkeiten zu teilen. Hier ist ein Screenshot vom Instagram-Kanal von Kochen für Helden, die immer weitere Orte vorgestellt haben, wo jetzt Kochen für Helden gemacht wird von Leuten, die ein Restaurant haben, von Köchen. Und damit haben sie halt natürlich auch gezeigt, wie groß das Projekt geworden ist, welche Reichweite es hat, und haben damit immer wieder natürlich auch neue Reichweite in den Städten erschlossen. Neuigkeiten können auch sein, es gibt neue Entwicklungen zur digitalen Lösung, ihr braucht Feedback von der Crowd, es gibt neue Presseartikel, das kann alles Mögliche sein, was irgendwie zeigt, es gibt einen Fortschritt in dem Projekt. Dann macht es Sinn, Blick hinter die Kulissen zu geben und zu zeigen, welche Menschen eigentlich dahinter stecken, was die eigentlich so tagtäglich machen und was die gerade arbeiten. Hier sieht man zwei Bilder von dem Projekt. Hier ist der Initiator Max Strohe in seiner Küche, wie er gerade das Essen macht. Und hier kann man so kurz in die Kochtöpfe gucken und bekommt so ein Bild, okay, da passiert was. Und beim Crowdfunding geht es schon auch sehr stark darum, persönlich und authentisch zu kommunizieren. Deswegen macht einen Blick hinter die Kulissen nicht nur während der Finanzierungsphase, sondern auch später in der Umsetzungsphase Sinn, dass man zeigt, so, was passiert eigentlich gerade, an was tüftelt das Team gerade oder wo haben sie vielleicht auch offene Fragen. Viele Starter berichten jetzt auch nicht nur von den Höhen, also was alles gut läuft, sondern sagen auch oft, was gerade nicht so gut läuft, was Herausforderungen sind, wo sie gerade einen Fehler gemacht haben. Auch das ist sehr authentisch und die Crowd hat dann die Möglichkeit, vielleicht auch zu helfen, wenn man darüber spricht, was einem gerade fehlt. Wenn ihr bei eurer Crowdfunding-Kampagne sogenannte Dankeschöns habt, dann könnt ihr auch die in der Kommunikation vorstellen. Für die, die noch nicht wissen, was Dankeschöns sind, das sind Gegenleistungen für die Unterstützer, die ihr anlegen könnt bei eurer Kampagne. Das heißt, ihr legt fest, was ihr anbietet, für welchen Preis ihr das anbietet und wann das geliefert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kampagnen von euch gar keine Dankeschöns haben. Ihr müsst die auch gerade nicht haben, weil viele von euch sicherlich eher mit Spenden oder freien Beträgen der Crowd planen. Aber wenn ihr welche habt, weil man irgendwie was kaufen kann oder eine Lösung kostet, die App kostet Geld, dann macht es Sinn, Dankeschöns anzulegen und diese dann auch in der Kommunikation einzubauen. Wenn ihr Verständnisfragen dazu habt, dann packt sie gerne in den Chat. Dann, was als Kommunikationsstrategie auch mal sinnvoll ist, sich bei der Crowd zu bedanken. Also zwischendrin, auch während der Kampagne zu sagen, hey, schaut mal, wir haben jetzt schon 10.000 Euro erreicht. Vielen Dank an alle Unterstützer. Das ist total wertschätzend und wichtig. Hier sieht man einen Screenshot vom Pressespiegel von Kochen für Helden, die sich hier bei der Presse bedanken. Und hier sieht man auch quasi, wie die innerhalb von kürzester Zeit also wirklich sehr viele Artikel generiert haben. Es sind inzwischen noch viel mehr. Beim ZDF waren sie, bei der Tagesschau. Danke sagen ist immer hilfreich während der Kampagne, aber natürlich auch danach. Dann am Ende der Kampagne ist es sinnvoll, den Countdown runterzuzählen. Das heißt, jede Kampagne hat ja eine Laufzeit, die ihr selber festlegt. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn eure Kampagne startet, dann gibt es immer so ein Hoch. Dann gibt es relativ viele Seitenaufrufe, relativ viele Unterstützer. Dann geht es in der Mitte so ein bisschen runter. Und dann geht es am Ende nochmal richtig hoch, wenn ihr das gut kommuniziert. Und dahinter steckt natürlich, dass es eine Deadline gibt und das erzeugt einen gewissen Druck. Deswegen, was viele Projekte machen, ist, dass sie den Countdown runterzählen, noch irgendwie 24 Stunden, noch 12 Stunden und damit nochmal sehr, sehr viele Unterstützer reinbekommen, die das erstmal zur Seite gelegt haben und sagen, okay, jetzt unterstütze ich noch schnell. Dann macht es Sinn, sehr kostengünstige Kommunikationsstrategie, Multiplikatoren einzubinden. Das heißt, überlegt euch, wer könnte euer Projekt in dem Netzwerk teilen. Das können Wissenschaftler sein, Sportler, Influencer, Blogger, andere Köche.
wie hier bei dem Projekt Kochen für Helden. Die haben zum Beispiel Tim Melzer gewonnen, der auch mitmacht bei Kochen für Helden und auch in seinen Restaurants kocht. Und das ist hier ein Ausschnitt aus der Bild-Zeitung, weil die Bild-Zeitung das dann aufgegriffen hat. Und darüber haben sie natürlich auch nochmal eine gute Reichweite erzielt. Dann kann man, genauso wie Multiplikatoren, kann man Testimonials einbinden. Das heißt, die Menschen, die von der Lösung profitieren und was dazu sagen könnten. Hier ist ein Bild von den Ärzten und Pflegerinnen, die von dem Essen profitieren und sich freuen, dass sie jetzt gerade nicht kochen müssen, sondern sich auf andere Sachen konzentrieren können. Und man zeigt natürlich, welchen Wert diese Lösung hat, die man da entwickelt hat. Macht total Sinn und führt mich zu der nächsten Übung, nämlich, dass ich euch mal fragen würde und euch ein bisschen Zeit zur Reflexion geben würde, welche Multiplikatoren und Influencer für euer Projekt spannend sein könnten, die ihr einbinden könnt. So, nachdem ich euch jetzt ein bisschen gezeigt habe, über was man alles kommunizieren kann, würde ich euch gerne nochmal einen Einblick geben, welche Tools euch Startnext bereitstellt, um eure Kommunikation zu verfolgen und zu prüfen, ob sie denn erfolgreich ist oder nicht. Es gibt, wenn ihr ein Projekt anlegt, gibt es nur für euch sichtbar ein Interface, mit dem ihr eure Kampagne bearbeitet. Und dort gibt es einen Punkt, der heißt Statistik. Und dort sind ein paar Statistiken für euch angezeigt. Und für euch ist vor allen Dingen zur Auswertung der Kommunikation dieser Punkt hier wichtig, Besucher und Seitenaufrufe. Entschuldigung. Das heißt, ihr könnt sehen, wie viele Leute klicken denn auf den Link und kommen auf eure Projektseite. Das heißt, wenn ihr draußen zum Beispiel auf Facebook kommuniziert und ihr merkt, keiner klickt da drauf und kommt rüber auf eure Kampagnenseite, dann solltet ihr überlegen, warum klickt keiner, warum interessiert es keinen. Das heißt, während der Kampagne empfehle ich, die Seitenaufrufe im Blick zu behalten und zu gucken, was da genau passiert, wie sich das entwickelt. Weiter unten in der Statistik gibt es nochmal ein paar mehr Dinge zum Anschauen. Und hier ist für euch vor allem dieser Punkt wichtig, nämlich die Quelle. Hier könnt ihr sehen, woher die Menschen kommen, die eure Kampagnenseite aufrufen. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, sie kommen von Facebook, sie kommen von Google, von Instagram, von irgendwelchen anderen Webseiten. Das heißt, auch hier könnt ihr eure Kommunikation auswerten und gucken, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Das hier drüben, die Kampagne, ist ein bisschen was für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Das heißt, falls ihr Kampagnen schalten, Entschuldigung, irgendwie schaltet es immer weiter, falls ihr eine Kampagne schalten solltet, auch mit Social Media Anzeigen, und ihr gebt dem bestimmte Namen, den Kampagnen, dann werden die oft hier angezeigt unter Kampagnen. Würde ich sagen, ist wie gesagt was für Fortgeschrittene. Wenn ihr damit Erfahrung habt und das nutzt, dann ist es sinnvoll, das im Blick zu halten. So, dann gibt es auf jeder Projektseite noch einen Blog und eine Pinnwand. Die Pinnwand ist dafür da, es erklärt sich eigentlich mit dem Namen schon relativ gut selbst, dass jeder Nutzer darauf schreiben kann mit Fragen, Kritik, Lob, was auch immer jemand loswerden möchte. Ihr werdet darüber immer benachrichtigt, wenn ihr ein neues Kommentar auf der Pinnwand habt. Und ich würde euch einfach empfehlen, die Pinnwand im Blick zu behalten, auch auf Fragen zeitnah zu reagieren und sie zu beantworten. Der Startnext-Blog ist wiederum nur für euch da. Das heißt, ihr könnt hier Updates posten mit Videos, mit Bildern, mit Text. Und ihr habt auch die Möglichkeit, bei sehr wichtigen Updates, zum Beispiel zur Umsetzung eures Projektes oder zur Lieferung der Dankeschöns, könnt ihr diesen Blogartikel per E-Mail an alle eure Unterstützer verschicken. Hier ist es wichtig, dass diese Funktion mit dem per E-Mail verschicken so ein bisschen aufzupassen, wie ihr sie benutzt, weil die Unterstützer können sich davon nicht abmelden. Und deswegen darf es nur für wirklich wichtige Updates genutzt werden. Aber viele Unterstützer gucken auch sehr proaktiv auf den Blog und schauen, welche Updates ihr pusht. So, zusammengefasst, was ist aus meiner Erfahrung wichtig? 10 Tipps für die Umsetzung der Kommunikation in der Finanzierungsphase. Nutzt einen Call to Action an eure Crowd. Teilt Neuigkeiten während der Finanzierungsphase. Bindet Multiplikatoren ein, die das wiederum hoffentlich auch in ihrem Netzwerk teilen, weil sie euch unterstützen. Wenn ihr Dankeschöns habt, stellt sie in der Kommunikation vor und greift sie auf. Zählt den Countdown runter am Ende der Finanzierungsphase. Bedankt euch bei eurer Crowd und feiert Etappenziele. Das heißt, wenn ihr schon 10.000 Euro habt, feiert das mit eurer Crowd. Schaut auf die Statistik und wertet sie aus. Zwischendrin beantwortet die Fragen der Community während, aber auch nach der Finanzierungsphase und kommuniziert persönlich und authentisch.
Das ist keine Werbekampagne, eine Crowdfunding-Kampagne. So, das als kurze Zusammenfassung, was man während der Finanzierungsphase machen kann. Und noch der wichtigste, stimmt, habe ich vergessen, der Pro-Tipp, oft gesehen, zu oft gesehen, viele vergessen den Projektlink bei ihrer Kommunikation. Das heißt, sie machen einen tollen Post darüber und jemand sieht das und denkt, Mensch, ist aber interessant, weiß aber gar nicht, wo er hin muss, um das zu unterstützen. Das heißt, vergesst den Projektlink nicht, weder in der Pressemitteilung noch in dem Post noch im Newsletter. Die Leute müssen ja auf die Kampagnenseite kommen und ich versuche im Prinzip alles in der Kommunikation dorthin zu bündeln. Genau. Ich mache erstmal fertig und erzähle euch quasi, was nach der Kampagne passiert mit der Crowd und dann gehen wir ganz am Ende nochmal in den Fragenblock rein. So, ihr habt jetzt die Kampagne umgesetzt, das Funding-Ziel ist hoffentlich erfolgreich, ihr habt eine Crowd aufgebaut und dann wird das Geld ausgezahlt und jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass ihr die Idee realisiert und sie auf den Weg bringt. Aber es gibt die Crowd, die natürlich auch darüber informiert werden möchte, wie es weitergeht. Deswegen macht es Sinn, danach vor allen Dingen den Blog zu nutzen oder eure anderen Kommunikationskanäle, um die Crowd auf dem Laufenden zu halten, was passiert. Ich habe hier ein Beispiel genommen von einem anderen Projekt vom GoBanyo. Das ist ein Duschbus für Obdachlose. Weil Kochen für Helden selber noch keinen Blogartikel veröffentlicht hat, habe ich hier mal ein anderes Projekt genutzt. Die berichten hier zum Beispiel darüber, dass der Duschbus, den die Crowd finanziert hat, jetzt in Hamburg vorgestellt wird und laden die Crowd vor Ort ein. Simples Update, um wirklich die Crowd auf dem Laufenden zu halten. Dann, wenn ihr Dankeschöns habt, ist es wichtig, nach der Finanzierungsphase natürlich darüber zu informieren, wann die Dankeschöns kommen. Oder auch wenn ihr Spenden gesammelt habt, wann die Spendenquittungen verschickt werden. Also haltet die Crowd auf dem Laufenden für das, was sie gebucht haben bei eurer Unterstützung. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Punkte. Wie gesagt, ich gehe nicht so richtig ausführlich auf die Umsetzungsphase ein, weil das später kommt. Dazu gibt es auch im Handbuch, weil es demnächst noch sehr viel weitere Infos, weil ich das Gefühl hatte, für euch ist jetzt erstmal die Anfangsphase wirklich relevant, um an den Start zu gehen mit eurer Idee. Aber ich gebe euch noch einen Tipp mit. Das ist die Checkliste für eure Startnext-Kampagne. Die wird im Nachgang auch an euch verschickt per E-Mail oder auch im Slack-Kanal gepostet. Das ist eine Checkliste, wo alle wichtigen Punkte drin sind, über die wir heute auch teilweise gesprochen haben, die ihr dann einfach abhaken könnt und wisst, dass ihr nichts vergessen habt. So, dann sage ich erstmal Danke dafür, dass ihr alle an so tollen Ideen arbeitet und mir zugehört habt. Und jetzt könnt ihr gerne noch eure Fragen loswerden im Chat oder auch gerne per Handzeichen.